Hello, Tashi Dele. Tene de tange zomala, nenge tomar Tashi Dele se ye. Hallo und Tashi Dele. Zunächst möchte ich alle Zuschauer ganz herzlich begrüßen. Miriam vom Zentrum bat mich, in Kürze etwas zu Thomas zu erklären, da die Zuschauer wenig Zeit hätten. Um also hier eine kurze Einführung in Thomas zu geben, nehmen wir das Beispiel eines weißen Thomas, den man für die friedvollen Gottheiten zubereitet. Wenn man also zum Beispiel zu Tara Praktiken ausführen möchte, eine Meditationsklausur zu ihr abhalten will, dann offeriert man als vorbereitende Übung Geben, Großzügigkeit in Form der Darbringung eines weißen Thomas, um Heilsames zu erzeugen. Dies ist eine weiße Form der Verehrung oder Praxis der Verehrung, wenn man zu Tara ein Retreat macht. Darin besteht also der Grund der Herstellung eines Thomas. Sie sind eine Gabe. Wenn man Rituale zu Tara ausführt, betrachtet man sie mit Liebe und Wertschätzung und daher beschenkt man sie. Kurz gesagt sind die Thoma-Opferkuchen Gaben an die Yidam-Meditationsgottheiten. Sie dienen ihrer Verehrung und bewirken bei dem Vorgang des Darbringens ein Bewusstsein von Großzügigkeit und bekämpfen gleichzeitig Geiz, Arroganz und Aufgeblasenheit. In Tibet bereitet man die Thoma-Opferkuchen aus Zampa, geröstetem Gerstenmehl, zu. Dazu gibt man Butter, Joghurt, Milch, Chimakara, also Zucker, und Honignektar. Weil hier in Deutschland Zampa nicht so leicht erhältlich ist, nehmen wir hier gerne Marzipanmasse. Marzipan gilt als hochwertige und köstliche Speise und ist daher gut geeignet als Opfergabe. Bei der Formgebung des Thoma sollte man Sorgfalt walten lassen. Je perfekter, aufrecht und gerade die Form gelingt und man sich besonders um solch eine Form bemüht, desto größer ist das karmische Verdienst. Denn das Resultat davon ist ein attraktives Äußeres, eine edle, aufrechte Gestalt und ein gesunder, kräftiger Körper. Bringt man also den erhabenen Gottheiten oder Lamas Thomas dar, sollten diese mit Akribie zubereitet sein und dem Beschenkten sollte Wertschätzung entgegengebracht werden. Um so zu dieser Gelegenheit die Ansammlung von gutem karmischen Verdienst in kraftvoller Weise sicherzustellen.